Hey Leute, ja, hier bin ich wieder und wie im letzten Part gesagt, habe ich offscreen Jordan seine Bedürfnisse befriedigt, also habe ihm Essen gegeben und auch mal schlafen lassen. Und wir starten direkt beim Floß. So, dann wollen wir mal diesen Pfahl, diesen Mast, wollen wir mal anbringen am Floß. Oh Mann, und bei mir draußen sieht es ziemlich nach Regen aus. Nachdem ich in einer Bullenhitze von Arbeit heimgehen musste, scheint es jetzt kühler zu werden draußen. Geil, Leute. Das ist einfach nur geil. Naja, aber ich sollte mich nicht beschweren. Ich bin eh ein Fan des Sommers und ich sollte mich nicht beschweren, wenn es sommerlich warm ist. Ah, da kommt ja der Professor. Warten wir mal auf den Professor. Ach ja, Leute. Ich finde es im Übrigen toll, dass dieses Let's Play so gut bei euch ankommt. Also ich habe so das Gefühl, es kommt gut bei euch an. Das finde ich immer cool, wenn meine Spiele, die ich Let's Play, gut bei euch ankommen. Weil, der Professor ist einfach nur zu doof. Unglaublich, du. Da warst du aber fleißig, ein exzellenter Anfang, mein Junge. Danke, als nächstes brauche ich ein Segel, aber ich habe keine Ahnung, woraus ich das machen könnte. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, lass mich ein wenig nachdenken. Du hast mir sehr geholfen, Professor, das weiß ich wirklich zu schätzen. Aber bitte, das war doch selbstverständlich und du darfst ruhig Wilhelm zu mir sagen, wenn du möchtest. Hey, hast du Hunger? Komm doch in meine Hütte drüben, in die Lagune, das hört sich wunderbar an. Komm, Wilhelm. Gut. So scheint die Lagune zurückkehren. Gut, dann können wir nach Hause zurück. Wie gesagt, ich freue mich, dass dieses Let's Play so gut bei euch ankommt, weil ich habe immer das Problem, wenn ich ein Spiel Let's Playen will, weiß ich nicht, wie das bei euch ankommt. Und umso mehr freue ich mich immer, wenn es bei euch gut ankommt und ich vielleicht noch ein paar Abonnenten dazu kriege. Okay, welcher Let's Player freut sich nicht, wenn er Abonnenten dazu kriegt, ne? Da ich auch ein paar Let's Player als Abonnenten habe, wie ich erfahren habe, können die sicherlich nachvollziehen, was ich meine. So. Was? Kapitel 9. Fertig mit der Welt. Ja, wenn ich euch schon wieder alle in meinem Lager sehe, bin ich fertig mit der Welt. Sieh mal, Jörn, da ist der Neue. Hallo, was macht ihr hier? Das ist mein Zuhause. Und es ist sehr schön, nicht wahr, Jörn? Oh ja, Sandra, viel schöner als unser Strand. Gut gemacht, neuer Sim, du hast einige auf die Beine gestellt. Ja, dieser Ort ist einzigartig. Ich finde es toll hier, vielleicht gehe ich nie wieder weg. Der Bett ist tausendmal gemütlicher als der Boden. Seid ihr alle verrückt? Ja, das frage ich mich gerade auch. Ihr könnt euch doch nicht alle bei mir niederlassen. Vorsicht, vielleicht brauchten wir noch ihre Hilfe. Immer höflich bleiben. Aber es wäre wohl besser, ihnen nichts von dem Fluss zu verraten. Entschuldige, das war ein langer Tag. Ich wollte eigentlich fragen, ob jemand Hunger hat. Wir sitzen alle im selben Boot und jeder verdient eine zweite Chance, aber nur eine. Essen servieren, toll, ey. Jetzt dürfen wir für die alle auch noch Essen machen, ey. Ey, hallo? Lasst ihr mich mal Essen machen? Hallo, Waiti, oder wie du heißt, du Mistvieh. Geh weg. So, jetzt machen wir für die alle Essen, ey. Es geht gar nicht. Ja. Ey, ich weiß gar nicht, ob ihr es gesehen habt, Leute, aber ich habe ein D-Abonnement bekommen. Ach du meine Güte. Wer war das von euch? Nein, Scherz. Ich weiß ja, dass das keiner von euch war. Aber naja, wer meine Videos nicht sehen will, dem zwinge ich nicht dazu. Und ich glaube, das muss jeder Let's Player mal über sich ergehen lassen, ein D-Abonnement.
Ja, Professor, komm zu mir. Die anderen sind eh alle doof. Ah, die sind auch doof, ey, dass die... Ah, klar, ey, lass das doch ruhig liegen. Könnt ihr das nicht selber wegräumen? Echt, ey. Ja, könnte ich euch noch was erzählen? keine Ahnung, Leute, echt. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie ich dieses Ding hier überbrücken soll. Die quatschen nur nett und es gibt kein neues Ziel und ach, kacke. Ja. Ja. Ah, jetzt geht's weiter. Ich werde mir weiter die Inselruinen ansehen. Ich bin bald wieder da. Na dann, tschüss. Der Professor guckt sich jetzt die Inselruinen an. Mein Orangutan hat bessere Manieren als die Sims. Zu schade, dass ich Waiti nicht beigebracht habe, anzugreifen. Was hast du denn? Oh, Spaß. Überlebende kennenlernen. Okay, plauder ich mal mit dir. Ich hoffe, mein Mann kümmert sich gut um meinen Garten. Ich habe keine Lust, den Dschungel zu entfliehen und zu Hause einen Deuten vorzufinden. Das kann ich nachvollziehen. Ja, komm, John. Wir müssen die anderen noch kennenlernen. Wer bist denn du? Wenn ich zu Hause bin, werde ich das längste, heißeste Bad nehmen, das die Welt je erlebt hat. Wie sieht eigentlich der aktuelle Rekord aus? Woher soll ich das wissen? Bin ich hier der Experte für Baden? Man könnte ein Vermögen mit dieser Insel machen, wenn man ein paar Hotels baut, aber dafür braucht man Geld. Viel Geld. Ja, dafür brauchst du Geld. Sehr, sehr viele Simoleons brauchst du. Wie ja die Währung in Sims 2 ja ist. Sehr Simoleons. Hallo, du komischer Typ. Kannst du mal aufhören, mit der Alten zu quatschen? Ich will jetzt mit der quatschen. Komm, ey, du hast bei der eh keine Chance. Also, lass mich mit der quatschen. Meine Güte. Hast du mit Robbie gesprochen? Der ist doch ein bisschen hysterisch, nicht wahr? Hat er etwas über mich gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Mann, du musst an meinen Finger ziehen. Ehrlich, Mann, zieh mal. Nein. John, tu es nicht. John braucht Spaß irgendwie. Naja, es hätte in der Tat schlimmer kommen können. Ich hätte schließlich auch mit gefährlichen Kriminellen hier stranden können, statt mit einem Haufen verwahrloster Sims. Ah, oh, wie nett der John Witter ist, ey. So, ja, was machen wir denn jetzt noch? Ziele haben wir keine. Oh, John kann sogar angeln gehen. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, da ist ja der Professor. Professor. Eine erstklassige Mahlzeit, John. Vielen Dank. Nichts zu danken, Professor. Mir ist eingefallen, dass das Iluni-Volk von der Nachbarinsel große Matten aus Grasbüscheln herstellt. Das ist eine großartige Idee. Ich werde das Segel weben. Vielleicht gibt es da eine große Ebene, auf der hohen Gras wächst. Das Aasfresserfelder gehen einfach an die Kreuzung vorbei, dort wo wir den Mast gesehen haben. Das könnte funktionieren. Danke. Ich helfe doch gerne. War's das? Ja. Gut.
Ich würde alles dafür geben, von dieser Insel und vor allem von Jörn und seiner Crew wegzukommen, ja, denn John, da kann ich dich voll und ganz verstehen. Der Professor ist natürlich toll, aber die anderen, oje, oje. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, wie dieses Kapitel jetzt heißt. Ich hoffe, ihr habt es gelesen. Gut, Leute, ich mache hier jetzt einen Stopp. Die Zeit ist schon wieder sehr knapp. Und im nächsten Part weben wir dann unser Segel. Holen uns erstmal die Materialien, die wir dazu brauchen. Dann weben wir unser Segel. Und mal gucken, ob wir dann mit dem Floß abhauen können. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.